Biogas ist flexibel und speicherbar und kann bedarfsgerecht Strom und Wärme produzieren. Vor dem Hintergrund der Energiewende und des Ausstiegs aus Kohle und Atomkraft spielen Biogasanlagen daher eine immer größere Rolle bei einer zuverlässigen Energieversorgung. Flexibilisierte Biogasanlagen, sogenannte Speicherkraftwerke, leisten hier einen besonders wertvollen Beitrag. Im beschaulichen Ort Löffingen im Hochschwarzwald liegt das Speicherkraftwerk der Familie Wiggert. Wir betreiben seit 2006 unsere Biogasanlage auf dem Haslachhof, um einen effizienteren, nachhaltigen Ackerbau und somit sehr effizient hier auch Landwirtschaft zu betreiben. Die für die Biogasproduktion benötigten Substrate stammen hier zu fast 100% aus dem eigenen Betrieb. Neben Klee- und Luzernegras vor allem Grünroggensilage und Rindermist aus einer artgerechten Tierhaltung. In der Anfangszeit wurden damit zwei BHKWs mit einer Gesamtleistung von 500 kW betrieben, die damals rund um die Uhr gleichmäßig Strom produzierten. 2017 bzw. 2020 kamen dann die Schritte zur Flexibilisierung. Heute haben wir die Anlage fünffach überbaut, also sprich 2,6 Megawatt. Wir haben hier einen Gasspeicher, wo wir etwa, ja, je nachdem, knapp einen Dreivierteltag das Gas speichern können. Wir haben drei BHKWs, zwei kleinere BHKWs mit 500 kW elektrischer Leistung und ein größeres BHKW mit knapp 1600 kW elektrischer Leistung. Zusammen eben 2,6 Megawatt. Die BHKWs laufen in der Regel nur in den Morgen- und Abendstunden, wenn die Stromnachfrage am höchsten ist. Durch die Produktion zu Spitzenlastzeiten lassen sich höhere Erlöse bei der Stromeinspeisung erzielen. Andererseits hat eine flexibilisierte Anlage aufgrund der umfangreicheren Technik höhere Grundkosten. Um die Anlage wirtschaftlich betreiben zu können, hat Wolfram Wiggert von Beginn an auf ein schlüssiges Wärmekonzept gesetzt. Die Anlage auf dem Haslachhof ist der Ursprung des Löffinger Nahwärmenetzes. Seit der Flexibilisierung wird die anfallende Abwärme der BHKWs vollständig hier eingebracht. Also wir haben jetzt so ca. 300 Anschlussnehmer und wir wollen natürlich das Nahwärmenetz ausbauen, soweit als möglich. Die Akzeptanz der Bevölkerung war, sage ich mal, am Anfang skeptisch. Man kann es damit ausdrücken, dass man so pro Jahr 10 Anschlussnehmer hatte. Seit natürlich die Krise mit dem Gas ist es explodiert. Wir haben allein in diesem Jahr 40 bis 50 Anfragen. Wir sind als Kunde mit dem Namen sehr zufrieden. Wir haben einen kompetenten Partner mit der Familie Wiggert. Und auch hier, also in der Straße sind fast jeder angeschlossen. Also früher war es natürlich so, dass dadurch, dass die BHKWs ja 365 Tage 24 Stunden gelaufen sind, haben die natürlich auch das ganze Jahr immer Wärme produziert. Im Sommer war es natürlich so, die Wärme wurde damals im Nahwärmenetz nicht komplett benötigt. Das heißt, im Sommer ist auch ein Notkühler gelaufen und hat Wärme im Endeffekt vernichtet. Das passiert jetzt nicht mehr, weil im Sommer wir einfach die Anlagenleistung auf 80% reduzieren, also genau auf die Größe, wo im Sommer das Nahwärmenetz benötigt, und diese fehlende Produktion holen wir im Winter nach, wo auch das Nahwärmenetz mehr Wärme braucht. Also es ist Win-Win-Situation auch für das Nahwärmenetz. Um ganztägig verlässlich für Wärme sorgen zu können, wurden zusätzlich zwei Pufferspeicher mit einem Volumen von je 100 Kubikmetern errichtet. Der erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist. Dabei arbeitet Wolfram Wiggert eng mit einem Direktvermarkter zusammen. Wie Sie jetzt hier sehen, arbeitet unsere Anlage nicht nur tagesflexibel mit zwei Blöcken morgens und abends, sondern auch im Grunde genommen viertelstundenflexibel, indem hier einfach die Anlage kleine Nachfragespitzen auch abfährt, die für die nächste Viertelstunde im Strom, in der Stromnachfrage entstehen. Also höchst flexibel, und das hier kann kein Gaskraftwerk, das können nur BHKWs und speziell natürlich flexible Speicherkraftwerke, wie wir eins haben. Für die Flexibilisierung waren etliche Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gasaufbereitung und die Trafoanlage wurden modernisiert, Gärrestlager und Gasspeicher vergrößert und auch ein neues BHKW-Gebäude musste errichtet werden, mit genug Platz für die zusätzlichen Motoren. Durch die größeren Speicherkapazitäten kann die Fütterung der Anlage besser geplant werden. Das kommt auch den Mitarbeitern zugute. Früher war es halt so, in den ersten Jahren, da musste ja permanent ein Gas da sein. Jetzt, heute, ist man
schon besser dran. Man kann jederzeit mal ein bisschen zurückfahren. Wenn man jetzt sieht, am Wochenende hätte jemand was vor, dann kann man die Fütterung dementsprechend schon Freitag, Samstag so steuern, dass am Wochenende nicht diese Spitzen sind wie unter der Woche von Montag bis Freitag. Der flexible Betrieb hat viele Vorteile. Doch die höheren Grundkosten und vor allem die erheblichen Investitionen müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Ich sage mal, die Flexibilitätsprämie wird vielleicht zu 40-50% der Investitionskosten reindecken, mehr nicht. Zum einen haben die Stadtwerke einen Geschäftszweig aufgebaut und zum zweiten haben wir ein ganz großes Vorzeigeprojekt für unseren Klimaschutz. Und wenn man so im Kreis schaut, was an regenerativer Energie pro Kopf eingespeist wird bei den unterschiedlichen Gemeinden, da sind wir ganz weit vorne. Und das verdanken wir auch der Biogasanlage. Ja, wir wollen nächstes Jahr, wenn die politischen Rahmenbedingungen klargestellt sind, unsere Gasspeicher und unseren Wärmespeicher noch mal vergrößern. Und somit könnten wir noch mehr als regeneratives, nachhaltiges, ökologisches Speicherkraftwerk das Stromnetz mit dem Umbau auf regenerative Erzeugung unterstützen.